In diesem Video geht es um die sogenannten Newtonschen Gesetze, die von Sir Isaac Newton formuliert wurden. Diese Gesetze beziehen sich auf den Begriff der Kraft, weshalb wir uns auch zuerst diesem Begriff auch widmen werden. Als erstes wollen wir die Frage beantworten, was ist eigentlich eine physikalische Kraft? Und den Begriff der Kraft würde ich gerne jetzt mit einem Gedankenexperiment motivieren. Ich habe mich hier für ein Gedankenexperiment entschieden, weil das, was wir hier jetzt, sagen wir, beobachten werden, so eindeutig ist, dass es sich nicht lohnt, ein Experiment aufzubauen, behaupte ich zumindest. Also, was haben wir? Wir haben eine Kugel, die jetzt hier sich waagerecht im Bild bewegt mit der Geschwindigkeit V1. Und diese Kugel trifft hier auf einen Luftstrom, der hier von einem Ventilator erzeugt wird. Und hier diese Sanduhr soll andeuten, wie lange sich die Kugel in diesem Einwirkungsbereich befindet oder wenn die Kugel da drin ist, wie lange lassen wir unseren Ventilator hier an? Wenn die Kugel jetzt hier ihre Bewegung macht, wird sie natürlich hier etwas abgelenkt. Und wenn wir diesen Bereich hier verlassen haben, hat unsere Kugel eine neue Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit V2. Und diese setzt sich aus zwei Geschwindigkeiten zusammen, die Geschwindigkeit V1, die wir bei der Bewegung beibehalten, und einer zusätzlichen Geschwindigkeit, Delta V, das nenne ich dann die Änderung der Geschwindigkeit. Die ändert ja die Bewegungsrichtung und auch den Betrag der Geschwindigkeit. Und V1 plus Delta V ergibt die neue Geschwindigkeit, weshalb wir auch Delta V als V2 minus V1 ausrechnen könnten. Wenn wir jetzt die Intensität von diesem Ventilator hier ändern, zum Beispiel durch die Drehgeschwindigkeit oder wir machen die Blätter etwas kleiner, sieht die Situation sehr ähnlich aus, aber die Ablenkung wird ein wenig kleiner ausfallen, sodass wir auch eine neue Geschwindigkeit V2 haben, welche sich aus V1 und Delta V zusammensetzt, aber Delta V ist vom Betrag her ein wenig kleiner. Und diese Einwirkung hier werden wir später auch als die Kraft bezeichnen. Was wir an dieser Stelle aber sehen, ist, diese Änderung der Geschwindigkeit ist umso größer, umso stärker die Einwirkung. Und der einfachste Fall an dieser Stelle wäre zu sagen, dass diese proportional sind. Also diese Überlegung könnte man machen und die einfachste Möglichkeit, eine je größer, desto größer Beziehung darzustellen, wäre eine Proportionalität. Also stellen wir eine Vermutung, dass diese zusätzliche Geschwindigkeit proportional zu der Intensität dieser Kraft hier ist. So, nun ändern wir ein paar Parameter in diesen Experiment, was wir jetzt machen, hier dargestellt durch diese Sanduhr. Jetzt lassen wir diesen Luftstrom etwas länger einwirken. Dann wird unsere Kugel relativ stark hier abgelenkt. Wir bekommen eine Änderung der Geschwindigkeit, die durch V2 minus V1 gegeben ist. Wenn wir wiederum diese Einwirkung hier kürzer ausfallen lassen, bekommen wir wieder eine Ablenkung. Die wird aber natürlich etwas kleiner ausfallen. Und auch hier haben wir eine Änderung der Geschwindigkeit, die wiederum mit der Einwirkungsdauer zusammenhängt. Und auch hier haben wir jetzt eine je größer, desto größer Beziehung. Und der einfachste Fall, so eine Beziehung darzustellen, wäre wieder eine Proportionalität. Also Delta V ist proportional zu Delta T. Und mit Delta T meine ich, wie lange hat diese Einwirkung stattgefunden. Und genau, was man noch erwähnen kann, diese Delta T ist auch die Zeit, in der sich diese Geschwindigkeit hier geändert hat. Das wird auch gleich eine wichtige Rolle spielen. So, die dritte Konstellation. Wieder haben wir eine Kugel
Und diesmal lassen wir die Einwirkungsdauer und die Einwirkungsintensität in dem Experiment konstant. Was wir aber ändern werden, ist die Masse von dieser Kugel. Man könnte sich vorstellen, diese ist vielleicht aus Styropor oder so. So, dann wird diese Styroporkugel stark oder relativ stark abgelenkt. Wir bekommen eine Änderung der Geschwindigkeit, die relativ groß ausfällt, verglichen mit einer, sagen wir, Metallkugel, welche hier durch die Einwirkung hier weniger stark abgelenkt wird. Wir werden eine Änderung der Geschwindigkeit bekommen, die fällt aber kleiner aus. Jetzt haben wir eine Beziehung, sodass die Änderung der Geschwindigkeit umso kleiner ist, umso größer die Masse der Kugel ist. Wir haben jetzt also eine je kleiner, desto größer Beziehung. Und hier ist der einfachste mathematische Fall eine Antiproportionalität, sodass wir jetzt sagen können, Delta V wäre jetzt im einfachsten Fall, unsere Vermutung so zumindest, ist proportional zu 1 durch die Masse. Okay. An dieser Stelle könnte man sich natürlich fragen, was hat das jetzt mit dieser physikalischen Kraft zu tun? Wir müssen noch ein wenig mathematische Arbeit leisten. Das machen wir jetzt in dem nächsten Schritt. Und zwar behaupten wir zuerst durch unseren Gedankenexperiment, dass die Änderung der Geschwindigkeit proportional zu der Einwirkung ist, dass die Änderung dieser Geschwindigkeit proportional ist zu der Einwirkungsdauer. Und dass die Änderung der Geschwindigkeit antiproportional ist zu der Masse, auf die eingewirkt wird. Man kann das mathematisch zusammenfassen zu die Änderung der Geschwindigkeit ist proportional zum Produkt dieser Größen hier. Also proportional zum Produkt von der Intensität der Einwirkung, Dauer der Einwirkung und 1 durch die Masse. So, nun wollen wir die Kraft haben. Die Kraft werden wir der Einwirkung gleichsetzen. Wir müssen also diese Proportionalität hier nach F umformen. Und zwar, wie machen wir das? Einmal multiplizieren wir mit M, damit das M hier aus dem Nenner verschwindet. Wir teilen durch Delta T, damit es hier auf der rechten Seite weg ist. Und dann bekommen wir eine Proportionalität. Die Intensität, die Einwirkung, die wir später Kraft nennen werden, ist proportional zu Masse multipliziert mit Delta V durch Delta T. So, und das führt uns direkt zu der sogenannten Grundgleichung der Mechanik, die auch von Herrn Newton formuliert wurde. Und zwar haben wir jetzt hier diesen Term Delta V durch Delta T, was nichts anderes ist als die Änderung der Geschwindigkeit in der Zeit, in der sich die Geschwindigkeit ändert. Und das ist nichts anderes als Beschleunigung. Und hier alles vektorwertig zwar hingeschrieben, wir werden in den meisten Aufgaben zuerst davon keinen Gebrauch machen. Wir werden die Richtung einer Beschleunigung uns zuerst nicht angucken. Das kommt erst bei den Kreisbewegungen. So, und die Grundgleichung der Mechanik basiert auf einer Überlegung, dass man diese Proportionalität hier möglichst einfach gestaltet und die Proportionalitätskonstante gleich 1 setzt. Und die Grundgleichung der Mechanik würde dann lauten, die Kraft, nennen wir das jetzt so, ist gleich die Masse mal Beschleunigung. Die Einheit der Kraft ist dann die Einheit der Masse multipliziert mit der Einheit der Beschleunigung, also 1 Kilogramm mal Meter pro Sekunde zum Quadrat. Es ist eine zusammengesetzte Einheit, die man dann mit dem mit einer neuen Einheit abkürzt und zum Ehren von Isaac Newton wird diese Einheit Kilogramm mal Meter pro Sekunde zum Quadrat 1 Newton genannt. Die Grundgleichung der Mechanik ist gleichzeitig auch das zweite Newtonsche Gesetz. Was uns fehlt, ist natürlich das erste und das dritte. Und um die zu motivieren, habe ich jetzt folgende Simulation erstellt.
Und zwar haben wir hier eine gelbe und eine rote Kugel. Übrigens, einen Link zu dieser Datei, wer das ausprobieren möchte, werde ich dann in die Beschreibung reinpacken. Die Kugeln bewegen sich von links nach rechts. Was man gegebenenfalls noch machen muss, ist einmal auf die Kugel doppelklicken, nicht auf die Leuchtspur, sondern auf die Kugel. So, irgendwann wird es gelingen. Hier haben wir einmal hier die rote Kugel und da unter Geschwindigkeiten muss man das Häkchen auf Geschwindigkeiten anzeigen, unter Visualisieren klicken und dann habe ich noch hier auf das Zahnrad geklickt und die Komponenten in X- und Y-Richtung angezeigt. Das ist jetzt eine Änderung gegenüber der Datei, die jetzt online ist. Also die Kugeln werden sich von links nach rechts bewegen. Ich habe auch die Gravitation ausgeschaltet und den Luftwiderstand. Und mit den Pfeiltasten kann man hier diesen Block hier bewegen. Und die Idee ist, wenn sich die Kugel bewegen, dass die gelbe Kugel angestoßen wird. Okay, ich starte mal die Simulation und versuche in dem passenden Moment die Kugel zu erwischen. So, und die Simulation dann zu stoppen. So, was haben wir gesehen? Als erstes haben sich die Kugeln in einer gleichförmigen Bewegung von links nach rechts bewegt. Und das hat die rote Kugel ziemlich lange getan. Und bei der gelben Kugel haben wir die Geschwindigkeit geändert, indem wir dagegen eingewirkt haben, eine Kraft ausgeübt haben, dagegen gestoßen sind. Und die Kugel hat eine zusätzliche Geschwindigkeit bekommen. Die Geschwindigkeit wurde geändert. Dann kollidierten die gelbe und die rote Kugel. Und dabei ist Folgendes passiert. Wir sehen es so ein bisschen an dem Winkel dieser Trajektorie. Die Trajektorie der gelben Kugel wurde sozusagen gegen die rote Trajektorie ausgetauscht. So, das, was wir hier sehen, können wir dann direkt in die das erste und das dritte Newtonsche Gesetz übersetzen, nämlich wenn wir auf Körper nicht einwirken, ändert sich ihre Geschwindigkeit nicht. Und die Formulierung wird sein, kräftefreie Körper bewegen sich gleichförmig gleichmäßig oder sie ruhen, sie bewegen sich nicht. So, das hier mit der Einwirkung haben wir uns in dem Gedankenexperiment angeschaut. Also mit einer Einwirkung, mit dem Ausüben einer Kraft. Durch das Ausüben einer Kraft können wir eine Geschwindigkeit ändern. Haben wir schon bereits besprochen. Und das dritte Newtonsche Gesetz hat etwas damit zu tun, wenn die Kugeln jetzt aufeinandertreffen. Und zwar hatte unsere Kugel, die gelbe Kugel, eine Geschwindigkeit in Y-Richtung, die der Komponente hier bei der roten Kugel jetzt entspricht. Nachdem sie kollidiert sind, hat die rote Kugel eine zusätzliche Geschwindigkeit bekommen, die hier nach oben zeigt. Und diese Y-Komponente bei der gelben Kugel musste dann ausgeglichen werden. Das bedeutet, die Änderung der Geschwindigkeit war im Prinzip die gleiche, aber in die umgekehrte Richtung. Das bedeutet, die gelbe Kugel hat auf die rote Kugel eingewirkt und die rote Kugel gleichzeitig auf die gelbe. Und dabei wurde die Geschwindigkeitsänderung bis auf das Vorzeichen die gleiche. Und in dem dritten Newtonschen Gesetz heißt es, dass wenn ein Objekt, ein Körper, eine Kraft auf einen anderen Körper ausübt, dann übt der andere Körper eine Kraft auf den ersten Körper aus und die Kräfte sind von der Intensität gleich groß, von dem Betrag, aber die beiden Kräfte sind dann entgegengesetzt. Fassen wir also zusammen, die Newtonschen Gesetze lauten, also Lex Prima, das erste Gesetz, auch Trägheitsgesetz genannt. Ein kräftefreier Körper bleibt in Ruhe oder bewegt sich geradlinig gleichförmig. Das zweite Gesetz, auf Latein Lex Secunda, das ist die Grundgleichung der Mechanik.
Die Ursache der Bewegungsänderung ist eine Kraft und hier kann man auch das in einer Formel hinschreiben. Die Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. Und das dritte Gesetz, Lex Tertia, und das ist das sogenannte Aktion gleich Reaktion oder Aktio gleich Reaktion auf Halblatein. Ist folgender: Übt ein Körper M1 eine Kraft F1 auf 2 auf einen Körper M2 aus, so übt der Körper M2 die Kraft F2 auf 1 auf den Körper M1 aus und dabei gilt, dass diese Kräfte im Prinzip von der Intensität die gleichen sind, aber entgegengesetzt sind und das erkennen wir hier an diesen Vorzeichen.